Willkommen zurück, Leute, zu DMC. Im letzten Part hat die Polizei Kent gestellt und die kompletten Orden auseinandergenommen. Ja, und nun geht es weiter mit der nächsten Mission des Teufels Spiele. Sag seinen Namen. Sag seinen Namen. Thatcher? Virgil. Ich habe keine Ahnung, wer du bist oder warum du dumm genug warst, mich anzugreifen. Doch ich weiß, dass du diesem Mädchen etwas bedeutest. Und ich wette, sie ist auch dir wichtig. Und ich weiß, dass du mit dem Nephilim zusammenarbeitest. Ich will den Nephilim. Du willst das Mädchen. Lass uns doch einfach tauschen. Interessant. Interessant? Mondus weiß weniger, als ich dachte. Er kennt meinen Namen, doch das ist alles. Er weiß nicht, dass wir Brüder sind oder ich ein Nephilim. Sie ist stark, hat durchgehalten. Ja, das hat sie gut gemacht. Aber wir können sie nicht retten. Was meinst du? Glaubst du ernsthaft, dass ich dein Leben gegen ihres eintauschen würde? Das sage ich doch abgesehen nicht. Vom Fakt, dass du mein Bruder bist, bist Nein, du der ich Schlüssel sage nicht, Sieg dass wir mich gegen sie eintauschen. Wir sollten einen anderen Tausch anbieten. Cat gegen Mundus Weib Lilith. Warum würde Mundus sich um eine seiner Uhren scheren? Weil er sie geschwängert hat. Was? Woher willst du das wissen? Als ich am Turm war, habe ich einen Dämon namens Phineas getroffen. Er wusste es. Ja, ich kenne den Namen. Das ist ausgezeichnet. Wir haben Zugriff auf Mundus' ungeborenes Kind. Das ist genau, was wir brauchen, um ihn herauszulocken. Nein, wir nutzen es, um Cat zu befreien. Und das ist Wahnsinn. Du würdest die Zukunft der Menschheit für ein Mädchen riskieren? Cat ist durch die Hölle gegangen, um uns zu schützen. Wir finden einen Weg, um Mundus zu kriegen. Ich werde sie nicht zurücklassen. Verstehe. Okay. Wir folgen deinem Plan, Bruder. Dort ist er. Mondos Hure Lilith führt diesen exklusiven Club für die High Society in der Innenstadt. Da treffen sich Berühmtheiten, reiche Säcke, Banker, solcher Leute. Es fließen massenhaft dämonische Substanzen. Sie macht die armseligen Würmer süchtig. Und das Zeug verwandelt sie in seelenlose Sklaven. Hey! Sie wird heute Nacht dort sein. Du kommst nicht rein. Nur geladene Gäste. Jetzt schon. Lass uns tanzen!
Dante, Sohn des Spada. Normalerweise lassen wir keinen Wilden mit mir rein. Aber ich habe schon so viel von dir gehört. Ich konnte einfach nicht darauf warten, zu erfahren, wovon alle erzählen. Okay, wir sind endlich in diesem Club. Das kennt man ja aus dem Trailer, wie er da den Türsteher verprügelt. Will ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen. Das wäre ein wenig übertrieben. Aber ansonsten finde ich das halt unheimlich cool hier gerade. Und ja, ich bin gespannt, ob wir Lilith töten können oder ja. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie Dante so menschlich darstellen. Also, Virgil ist irgendwie ein Arschloch, oder? Wenn man das mal jetzt so sagen darf. Okay, er sieht's realistisch. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Juhu. Oh, falscher Knopf. Oh, falscher Knopf. Ich gebe mir Mühe. Es ist doch gelogen, dass ich mir keine Mühe gebe. Was darfst du hier nicht sagen? Oh man, fuck you. Weg. Ist der nicht platt? Scheiße, Mann. Jetzt kriege ich aber doch hier ein bisschen auf die Fresse, würde ich mal so sagen. Ah. Scheiße, Mann. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Da. Oh nein, jetzt ist wieder einer in so einem Schutzmodus. Das ist ätzend, das ist ätzend. So, zurück damit und. Komm, komm, erledige sie. Genau so hab ich mir das gedacht. Puh. Sag schon, Dante, was führt dich hierher? Die Musik? Der Champagner? Die Mädels? Oder hat es etwa was mit diesem dürren, kleinen, verwelkenden Blümchen zu tun? Ich bin nur wegen dir hier. Verdammt, komm hier runter. Ich würde ja, Dante, aber wie soll ich das sagen? Du hast nicht mein Niveau. Hallo, meine wunderschönen Kreaturen, Menschen und Dämonen. Heute bieten wir euch ein aufregendes Ereignis. Die Tanzfläche wird zur Arena. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier reißen können. Ja, falscher Knopf, falscher Knopf. Ich sehe nichts. Ich muss auch sehen, was der da macht. Das ist wichtig. Scheiße. Gib ihm gleich richtig. Gib ihm gleich volle Packung, wenn der erledigt ist, können wir uns in Ruhe auf die blöden Gegner konzentrieren. Okay, komm. Und tschüss, Mann, genau. Ah, das ist gut, dass wir die so direkt runterschlagen können. Das ist sehr gut. Also die neue Waffe ist auf jeden Fall Gold wert, Leute. So viel sei gesagt. Wo sollte mein Trieb vielleicht mal einsetzen? Habe ich auch noch gar nicht. Okay. Das ist also der Trieb. Ja, okay. Alles schön und gut, aber das lenkt mich eigentlich nur vom Eigentlichen ab, was ich zu tun habe. Nämlich vernünftig betzeln. So, bam. Und wirks. Ah, fick dich. Kann ich vielleicht so erledigen? Der nervt mich gerade richtig, so. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, was? Ich werde es ja hoffentlich herausfinden. Nun, wir können ja ein wenig umdekorieren. Den Spießrutenlauf habe ich. Wird das noch ein richtiges Level jetzt oder nicht? Ich möchte eigentlich mal hier nach Gegenständen ein bisschen gucken. Was machen wir denn? Wir haben nichts an Items, Leute. Wir nehmen auf jeden Fall einen kleinen Lebensstern, noch einen kleinen Lebensstern. Eine goldene Kugel. Vielleicht noch eine goldene Kugel. Und einen großen Lebensstern. Ja, ich gebe meine ganze Kohle jetzt für Mist aus wahrscheinlich, aber...
Ich habe keine Zeit für deine Spiele. Ich will auf Nummer sicher gehen. Und du hältst dich gefälligst an meine Regeln. Willkommen bei Der Teufel hat Talent. Ist ganz einfach, Tante. Überleg und du erhältst eine Audienz mit mir. Was natürlich nur heißt, dass ich höchstpersönlich dein Gehirn rausreiße. Aber wenn du versagst, stirbst du und deine kleine Schlampe. Man sagt, dass du die Macht von Himmel und Hölle in dir hast. Sollen wir das mal auf die Probe stellen? Ach so, halte R2. Ah, okay, jetzt habe ich auch schon massig Energie verloren. Das ist natürlich schön. Oh, weißt du, ich hab's nicht gepeilt. Okay, wieder den. Also sollen wir anfangen? Die erste Runde wird für einen gut ausgestatteten Kerl wie dich ein Zuckerschlecken sein. Okay, das ist jetzt richtig cool. Also, nein, ich will... Ich glaube, ich will lieber diese Waffe hier... Ist die Frage, kann ich jetzt das Ding eigentlich auch loslassen? Ja, kann ich. Oh. Das ist aber. Da geht der Boden, verändert sich und in dem Moment muss ich dann halt auch die passende Waffe ausrüsten. Das ist hart. Ja, ach so. Okay. Nein. Komm, spring hoch und dann... Ey, Dante, willst du mich jetzt verarschen? Ey, der trollt mich! So, jetzt! Yeah. Scheiße. Aber ich habe ja noch die goldene Kugel. Also von daher... Ich denke mal, das wird klappen. Wir schaffen das, natürlich. Ach, Mann. Aber das Level an sich, so ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ziemlich cool gemacht. Runde 2 von 7. Wie schnell bist du? Du hast 30 Sekunden, um einen erbärmlichen Gegner ein Ende zu setzen. Wunderbar. Los geht's. Round 2. Fight. 30 Sekunden Zeit nur. Das ist natürlich ein bisschen heftig. Gott, ich sehe gar nichts. Machen wir es halt so. Ist halt dann auch wieder irgendwo egal. Ja, Mann, so ungefähr. Ja. Puh, 3 Sekunden hätten wir noch gehabt. Das war eng. Für diesen Scheiß habe ich keine Zeit! Komm so weg! Ach ja, die Qual der kleinen Göre. Keine Sorge, sobald Mundus mit dir fertig ist, wird sie nichts mehr spüren. Gar nichts mehr. Gar nichts. Oh Mann, ich will die unbedingt retten. Ich. Wo die, glaube ich, auf Virgil steht, was aber ein echter Fehler ihrerseits ist, aber gut. Der hat sie halt damals gerettet, vielleicht liegt's da. Interessiert mich jetzt herzlich wenig. Energie setze ich? Ja, soll ich Energie einsetzen? Das ist die Frage. Oder dann doch auf die goldene Kugel setzen da in dem Fall. Runde 3 von 7. Schon beinahe die Hälfte. Was denkt ihr, liebe Feiernde? Sollten wir die Sache etwas aufpeppen? Nein. Die Gegner werden natürlich heftiger nach und nach. Das ist ja auch eigentlich klar gewesen. Ich find's geil. Also ich muss es wirklich jetzt mal so sagen. Ich find's mega geil, wie die ganze Sache hier aufgebaut ist. Nur habe ich ein bisschen Bedenken. Ja, scheiße, goldene Kugel. Ich weiß nicht, wo wir sonst starten würden. Das ist halt die Frage. Aber wisst ihr was? Das ist doch eigentlich gar nicht so tragisch. Wir haben jetzt wieder volle Energie. Und mit
voller Energie wird das, glaube ich, nicht so das Problem. Absolut nicht. Weiter. Nicht weiter? Ach so. Der Play-Knopf. Ja, ja. Natürlich. So lange überleben nur wenige. Mein Glückwunsch. Scheint er doch erfolgreich zu sein, Superstar des Umlands. Ja, dass wir ein Superstar sind, das war sowieso klar. Hallo? Jetzt wird es erst einmal richtig interessant. Sollen wir die Lichter ausmachen? Ich weiß gar nicht, was die mit diesen Gegnern haben. Gruppensäuberung. Revenants Feuer... Ach, der Feuerwerkangriff, genau. Versuchen wir doch mal. Oh, yeah. Der Attacke ist ja richtig geil. Muss man ja schon mal sagen. Nein, 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 nein. Ich brauche nicht glauben, dass ihr jetzt hier die Oberhand gewinnt. So. Die Frage ist jetzt aber mal. Jetzt fällt sie mir nicht mehr ein. Oh, nee, dieser Frost-Heini. Scheiße. Mag ich ja gar nicht. Ich glaube, die Waffe ist auch nicht optimal dafür. Okay. Nein, 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 nein. Lässt dich nicht von dem verarschen. Du auch nicht. Puh. Weiter geht's. Ah, ein schönes Level. Oh Mann, die Datei wird gigantisch groß zum Hochladen. Aber gut, es sieht auch echt nice aus, von daher passt das schon. Bloß in Ruhe, Mann. Nein, 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 nein. Oh, ist es gut. Ah, oh, shit. Bloß nicht runterfallen, das wäre echt unnötige Energie, die wir da verlieren. Die Waffe ist eigentlich besser, ne? Mal ehrlich, ist scheiße. Gut. Das ist noch nicht mal die nächste Aufgabe. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Oh, so langsam begreife ich, warum Mundus so von dir fasziniert ist. Oh nein, warte, ist er nicht. Er will mich nur tot sehen. Es wäre mir eine Freude, diesen Gefallen zu tun. Ach so. Ach so, das ist so ein Ding. Ja, das ist... Was soll ich denn jetzt machen? Zu sein ist merkwürdig. Jeder will was von dir. Besonders meine Freunde hier. Hier ist einer von ihnen. Oh, scheiße. Nun sind wir in ernsten Schwierigkeiten. Das ist so meine einzige Hoffnung gerade. Die ich habe gegen den. Ich weiß nämlich sonst echt nicht, wie ich den besiegen soll. Ah, der verpisst sich dann. Gott sei Dank. Okay, da hätte ich echt nicht gewusst, wie ich es machen soll. Kacke, das ist ein Problem. Wenn wieder so einer kommt, dann stehen wir vor einem richtig, richtig üblen Problem. Wäre jetzt aber auch eigentlich ganz geil, wenn es mal enden würde. Ich glaube, ich mache hier einen langen Part raus, ja. Meine Güte, komm. Scheiß drauf. Was ist das? Aha. Wir können noch eine Verbesserung einsetzen. Und zwar machen wir mal Osiris. Was ist denn Niederreißen? Okay, was ist Strähne? Das mache ich alles nie. Das ist klar, dass ich das nicht mache. Luftschwung.
Mach ich eigentlich auch nicht. Das sind alles Dinge, die ich nicht mache. Ich mach das nicht. Das bringt's nicht. Kann ich lieber den Trieb hier Zusatzschnellstufe? Dass der sich... Na, keine Ahnung. Egal. Mach lieber hinne, dass wir hier weiterkommen. Wir kommen schon durch. Meine Güte, die ganze Verbesserung braucht kein Mensch. Es brauchen nur Amateure. Zu denen gehöre ich nicht. Sogar ein Geheimnis gefunden, scheinbar. Eine Sekunde. Okay. Weiter geht's. Ich musste jetzt echt mal dringend niesen, Leute. Ja. So eine Schande, dass du nicht zusehen kannst, wie sie gegen dich heult. Willst du wissen, wie sie klingt? Ein bisschen wie deine Mutter, als Mundus ihr das Herz heraus. Dieses Spiel ist auch so vorbei. Sind wir jetzt am Ziel? Bring diesen labbrigen Dämonen-Arsch hier runter! In Ordnung. Okay, Kleines. Ich verstehe. Mein Leben ist langsam am Ende. Klären wir das. Jetzt gleich. Round 6, fight! Okay, sie sagte was von 7 Runden. Geisterwüter. Ach, okay, das ist also eine verbesserte Version davon, oder wie? Okay, kann man halt mit dieser Waffe besiegen. Ist doch egal. Komm, Tante, treff doch jetzt mal bitte diesen dämlichen, was auch immer das sein soll. So, dumm ist doch nicht so das Problem. Blutwüter. Okay. Wer kommt drauf? Wie wir den jetzt wohl besiegen, Leute? Nicht besser die Waffe. Ich meine, die Fäuste. Ich weiß nicht. Die Fäuste finde ich dann doch irgendwie nicht ganz so gut. Ich hier auch irgendwie sowas Aufgeladenes macht. Scheiße. Machen wir es halt so. Und. Den hinterher. Ja, Mann. So habe ich mir das vorgestellt. Ranziehen vielleicht mal. Triff doch mal. Das ist das einzige Problem an denen hier. Man trifft sie nicht unbedingt häufig. Ja. Solche Anziehungskraft. Die Köter können sich ja kaum von dir fernhalten. Macht nichts. Hol die Köter halt hier hin. Ich mach die alle platt. Ja. Beide auf einmal sind natürlich... Ist natürlich scheiße. Aber macht nichts. Es macht nichts. Wir beherrschen dieses Spiel mittlerweile. Oh Gott. Merkt man, dass ich ein bisschen konzentriert bin? Oh ja. Ich denke schon. Komm schon. Okay, nur noch du. Nein. Uff. Nein. Jetzt rastet er aus. Ich hasse es ein bisschen mit dieser Waffe. Weil ich dann mit dem anderen Knopf ausweichen muss, wie gewohnt. Ist ein bisschen doof, aber ansonsten... Ansonsten macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Gut, das sah auch danach aus, als gäbe es noch Energie. Du bist dran, Schätzchen. Ist es soweit? Tatsächlich? Ich dachte, es gibt eine 7. Runde, aber egal, vielleicht ist sie die 7. Runde. Gut, Leute, dann würde ich sagen... gerade sein Spiel hat sich aufgehangen. Super. Ich würde sagen, wir werden das Ganze im nächsten Part dann angehen. Der letzte Tanz. Oha. Kann ich hier noch... Ich bin eigentlich relativ gut ausgerüstet, ja. Und hier können wir den Revenant eventuell... Feuerwerkstufe 2. Ja, komm, weil ich den Revenant so cool finde. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, Leute, wenn es um den letzten Tanz geht. Bis dann und ciao.